Schätzungsweise rund 1 Million Katzen leben auf Zypern. Somit trägt der Inselstaat nicht umsonst den Namen Insel der Katzen. Der Großteil der Population besteht aus Streunern. Doch jetzt trifft das feline Coronavirus die Katzen auf Zypern mit voller Wucht. Seit 6 Monaten wütet die durch das Virus ausgelöste feline infektiöse Peritonitis, die für Katzen tödlich ist. Tierarzt Kostis Lacou spricht im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP von einer natürlichen Auslese. Stärkere Katzen würden Antikörper bilden und überleben, schwächere Tiere sterben. Leider haben wir es hier mit einem Virus zu tun, das eine sehr hohe Sterberate aufweist. Etwa 90% der Katzen werden sterben, erklärte der Tierarzt. Die Pandemie einzudämmen ist schwierig und auch kostspielig. Die Behandlung mit dem einzigen auf Zypern zugelassenen Medikament zur Bekämpfung des Virus würde pro Katze zwischen 3.000 und 7.000 Euro kosten, berichtet die AFP. Tierschützer Dinos Adjomamitis hofft, dass die Ausbreitung der Seuche nicht dazu genutzt werde, die Katzenpopulation auf Zypern absichtlich zu reduzieren. Ich würde es tragisch finden, wenn dies der Fall wäre, sagte er der AFP. Die FIP verbreitet sich auf Zypern unter den Katzen rasend schnell. Es wird über kleinste Kotpartikel sowie Speichel- und Nasensekret übertragen. Menschen können sich jedoch nicht anstecken.